Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Kaderanalyse für die Saison 2018-2019. Wir sind heute wieder am Start. Es geht weiter, alphabetische Reihenfolge. Wir sind bei Borussia Nummer 2 und zwar Borussia Mönchengladbach. Um die Gladbacher wird es heute gehen. Die Fohlenelf, die sich in den vergangenen Jahren ja eigentlich so Richtung obere Tabellenhälfte bzw. Richtung Euroleague-Plätze etabliert hatte letzte Saison, aber wieder es nicht geschafft hat, in den internationalen Wettbewerb zu kommen, was dieses Jahr dann selbstverständlich geändert werden soll. Unter andere mit Top-Transfers, zu denen wir auf jeden Fall auch kommen werden in diesem Video. Aber wir werden natürlich auch die grundsätzliche Kader-Beschaffenheit der Gladbacher so ein bisschen analysieren. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da mit freundlicher Unterstützung heute wieder von OneFootball, der App für euer Smartphone oder iPhone aus dem App oder Play Store mit den neuesten Transfergerüchten, Kaderinformationen und natürlich auch Live-Scores auf euer Smartphone direkt per Push-Benachrichtigung von allen Teams, die ihr so verfolgt, von allen Teams, die ihr so mögt, könnt ihr alle als Favoriten hinzufügen und dann bekommt ihr direkt die ganzen Informationen auf euer Handy, könnt euch auch genau die ganzen Daten angucken zu den ganzen Spielern, zu Neuzugängen, zu potenziellen Neuzugängen. Es lohnt sich auf jeden Fall, es ist kostenlos, ihr unterstützt mich damit und ich würde mich freuen, weil ich diese App persönlich und privat selber auch benutze. Wir kommen heute zu Borussia Mönchengladbach. Wer ist da Trainer? Richtig, Dieter Hecking, der ehemalige Gladbacher Coach, der ehemalige Wolfsburger Coach, der da eine recht erfolgreiche Zeit hat, aber auch ein bisschen schwierige. Mittlerweile ist er bei Gladbach so semi-erfolgreich. Natürlich spielt er lässt keinen schlechten Fußball spielen, hat auch nicht die schlechteste Bilanz, allerdings muss man dazu sagen, dass Gladbach halt eben so ein bisschen in den Erwartungen zurückhängt, wenn man die letzten Jahre im Vergleich sieht. Nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall das Potenzial da, dass er auch dieses Jahr wieder so ein bisschen mehr Richtung Tabellenspitze schielen könnte mit seinen Gladbachern. Durchaus möglich, dass es für die auch in die Champions League geht, nicht nur in die Euroleague, sondern auch in die Champions League. Ich bin gespannt, wie das laufen wird, aber vorher müssen wir uns natürlich mal den Kader angucken und die Transfers. Wir gehen erstmal auf die Abgänge ein. Bei den Abgängen haben wir ja ein paar mehr oder weniger namhafte Spieler und ein paar definitiv schmerzhafte. Wir haben Christopher Heimeroth, der beendet seine Karriere. Wir haben Bamuaka Siamakala, der geht zu Gladbach 2. Wir haben Reece Oxford, der geht per Laie zurück oder seine Laie endet. Er geht zurück zu West Ham United. Das ist bitter, aber nichtsdestotrotz muss man so akzeptieren. Tsay William Ndenge, der geht auch zu Gladbach 2. Kwame Yeboah, der geht zu Fortuna Köln. Janis Blaswig, der geht zu Heracles Almelo. Und dann kommen wir zu den bisschen namhafteren Spielern. Raul Bobadilla geht zu Argentinos in die Primera Division nach Argentinien für 1,8 Millionen. Vincenzo Grifo geht für 5,5 Millionen zu der TSG 1899 Hoffenheim. Ein sehr, sehr fragwürdiger Transfer in meinen Augen, aber naja, irgendwas werden sie dabei hoffentlich gedacht haben. Und Westergaard, der geht für 25 Millionen zum FC Southampton in die Premier League. Das heißt, der Abwehrrecke, der ist definitiv schon mal weg. Das heißt, da braucht man einen Ersatz. Haben wir den Ersatz? Naja, schauen wir uns mal ein bisschen genauer an bei den Neuzugängen. Wir gehen mal in absteigender Reihenfolge vor. Alassane Plea ist gekommen von OGC Nizza. Der ist 23 Millionen wert gewesen, beziehungsweise haben die Gladbacher 23 Millionen für ihn bezahlt. Absolut genialer Stürmer. Letzte Saison, wer die Ligue 1 verfolgt hat, der weiß das. Richtig stark im Abschluss, richtig stark auch im Laufen. Also, ja, also laufstark, dribbelstark, physisch gut. Kann man so machen. Denke ich mal genau das, was Gladbach braucht, weil so ein Mittelstürmer, da hatten sie ja die Problematik, dass sie da nicht wirklich einen hatten. Und auch Bobadilla war das nicht letztes Jahr. Andreas Paulsen kam dann von Midtjylland als Linksverteidiger, 18 Jahre alt, 4,5 Millionen. Michael Lang auf der rechten Seite vom FC Basel, den wollte 96 im Winter haben. Das ist auf jeden Fall ein guter Transfer. Erfahrung, Qualität, Champions League Erfahrung, das läuft alles. Keenan Bennett kam dann von der U23 von Tottenham für 2,25 Millionen. 19 Jahre altes Talent, mal sehen, was man von dem erwarten kann. Und ansonsten nur Nachwuchsspieler, die halt eben ja im Endeffekt in den Kader gekommen sind und teilweise auch gleich wieder gegangen sind. Ja, beispielsweise Tsay William Ndenge kam von der Laie zurück, wurde halt direkt wieder weggeschickt. Luis Bayer und Florian Mayer sind die einzigen, die man wirklich dazu zählen kann. Aber das sind beides Innenverteidiger und ich glaube nicht, dass die adäquat den Kollegen Westergaard ersetzen können. Aber wir schauen uns erstmal die Situation im Tor an. Im Tor haben wir Tobias Sippel, Jan Sommer und Moritz Nikolas. Ich denke mal, es ist relativ deutlich, wer die Nummer 1 ist. Mit Jan Sommer ist auch ein sehr starker Keeper. Wir haben da die gleiche Situation wie bei vielen anderen Bundesligisten. Es gibt nicht wirklich ein Torhüterproblem bei Borussia Mönchengladbach. Sommer ist wie gesagt ein guter. Tobias Sippel ist zwar klein, aber ist, also ich meine, Sommer ist auch nicht gerade groß. Sie sind beide gleich groß, 1,83. Aber ist auf jeden Fall ein solider Ersatz für den Sommer, wenn er mal ausfallen sollte. Und Moritz Nikolas ist 20 Jahre alt, 1,93. Groß, also ein bisschen größer. Und auf jeden Fall ein Nachwuchstalent, das vielleicht mal seine ein oder andere Bewährungschance
Chance bekommt, nicht nur in Testspielen, sondern vielleicht ja auch im Pokal oder in der Liga. Auf jeden Fall passt das ganz gut. Da muss man sich keine Gedanken machen bei den Gladbachern. Aber das ist, wie gesagt, komplett in der Bundesliga so. In der Verteidigung sieht es dann schon ein bisschen kritischer aus. Wir haben da namhafte Spieler, allerdings haben wir dann halt auch leider Gottes die Talente beziehungsweise einfach die fehlende, richtig heftige Klasse in der Innenverteidigung. Ähnlich wie bei manchem anderen Verein, bei dem ich das ja bemängelt habe jetzt bisher, ist das auch bei Gladbach der Fall. Matthias Ginter ist ein super Innenverteidiger. Nico Elvedi ist auch nicht schlecht. Mamadou Doucouré ist ein gutes Talent, aber das ist abgesehen von Ginter nicht genug, um in die Champions League zu kommen, zumindest in meinen Augen. Da fehlt auf jeden Fall noch ein neuer Innenverteidiger vom Kaliber Matthias Ginter mindestens. Toni Janschke ist, ja, aber nein, das passt nicht. Dann Oskar Wendt auf der linken Seite, dann dazu halt eben der Andreas Paulsen, das passt. Janschke auf rechts zusammen mit Lang, das passt ebenfalls. Sieht alles sehr, sehr ordentlich aus und dazu halt die Nachwuchstalente Meier, Ekpo und Bayer. Es ist auf den Außenverteidigerpositionen okay, gerade wenn man denkt, dass man auch Fabian Johnson da theoretisch hinstellen könnte, aber es ist nichtsdestotrotz nicht Champions League tauglich. Also die Defensive bedarf noch einiges an Arbeit, wenn nicht im Sommer, dann spätestens im Winter. Ich sehe damit auf jeden Fall kein Champions League Potenzial in Gladbach, einfach weil Westergaard halt schon eine Bank war, das muss man ganz ehrlich so sagen, und der hat neben Ginter halt einiges weggestaubsaugt und ich glaube, dass Ginter auch so einen starken neben sich braucht. Auch wenn er natürlich selber kein Schlechter ist, nicht umsonst Nationalspieler, aber da muss noch was passieren. Ich bin nur gespannt, was passieren wird und ob was passieren wird. Die Defensive von Gladbach so ein bisschen mit Manko, außen Hopp in Flop. Mittelfeld, ja, da kommen wir zur so gesehen Prime-Position von Borussia Mönchengladbach, weil da haben sie einen relativ dicken Kader und auch gar keine so schlechten Spieler. Wir haben auf der in zentralen Position Christoph Kramer, Tobias Strobel, dann dazu Thorgan Hazard, auch wenn er natürlich auch über außen kommen kann, aber ich nehme ihn jetzt mal als Zehner mit rein. Dennis Zakaria, Laszlo Benes, Michael Cuisance, das ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wo der Cy William Ndenge spielt, ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass der auch Sechser ist. Das sieht alles gut aus. Florian Neuhaus, der war letztes Jahr ja ausgeliehen an Düsseldorf, auch ein Sechser. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus, muss man ganz ehrlich so sagen. Ich denke mal, dass man da gar keine Probleme hat. Auf den Flügeln, ja, das ist ein bisschen was anderes. Da haben wir nämlich ein bisschen Problematik. Traoré hat sich jetzt wieder verletzt, dazu ist halt eben noch Hermann da, ja, aber sonst, ja, Johnson und das war's. Also, wir haben nicht so die Breite, die man theoretisch bräuchte, um wirklich mitzuhalten. Plea kann auf Außen spielen, aber ist nicht dafür gedacht. Stindl und Raphael ebenfalls nicht. Vielleicht spielt man gar nicht mit Außen. Allerdings ist das auch wieder so ein bisschen riskant. Natürlich können Lang und beispielsweise Wendt oder halt eben auch Johnson in der Dreierkette auch agieren, aber mit welchen Innenverteidigern? Also das ist wirklich so ein bisschen kritisch momentan noch zu betrachten. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Strobel übrigens noch ein weiterer Innenverteidigerkandidat, aber auch der nicht von Champions League Format. Ich bin skeptisch. Also auf den Außenbahnen muss auf jeden Fall noch was passieren in meinen Augen. Ich denke, dass Hermann auch noch durchaus wechseln könnte. 96 ist unter anderem interessiert. Da ist auf jeden Fall Bewegung drin. Ich kann mir auch vorstellen, gerade weil Vertrag endet, ich kann mir auch vorstellen, dass Gladbach da nichts mehr macht und wie gesagt halt eben irgendwie auf Dreierkette, aber da muss halt ein Innenverteidiger kommen. Es ist spannend. Sie haben, wie gesagt, mit Hazard haben sie einen tollen Spieler. Sie haben mit Traoré einen guten, aber der ist wieder verletzt. Mit Johnson einen guten. Aber reicht das wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube eher nicht, im Gegensatz zum Sturm. Denn der sieht mittlerweile richtig gut aus. Josip Brimic, Lars Stindl, Raphael Alassane Plea und Julio Villalba. Das ist definitiv ordentlich. Das ist nicht schlecht, das ist nicht gut, das ist sehr gut. Für die Bundesliga durchaus ausreichend. Stindl, ich denke mal, jeder weiß, was ich von ihm halte. Capitano, absolute Maschine. Dazu Raphael, natürlich mittlerweile auch schon 33 Jahre alt, aber immer noch auf absolutem Top-Niveau, vor allem wenn er richtig Bock hat zu spielen und in Form ist und halt eben nicht gerade mit Verletzungen zu kämpfen hat. Josip Drimic hat sich zum Ende der vergangenen Saison auch richtig stark nochmal entwickelt, ist immer noch erst 25 Jahre alt. Natürlich auch ein Kandidat für einen Wechsel gegebenenfalls noch, wenn man noch irgendwie ein bisschen Geld in der Kasse spülen möchte, aber trotzdem auf jeden Fall ein guter Backup. Plea haben wir gerade schon drüber geredet, absoluter Bombenstürmer, super Transfer und ich bin mir sicher, dass der in der Bundesliga einschlagen wird. Und Julio Villalba ist dann das Talent, was aus der zweiten Reihe von hinten noch rankommen kann. Auch ein talentierter junger Mann, der bisher noch nicht wirklich bewiesen hat, was er kann, aber bei dem auf jeden Fall auch nur der Knoten platzen muss. Also die Offensive, der Sturm, was ich in den letzten Jahren bei Gladbach immer als Schwachstelle gesehen habe, finde ich jetzt fast der stärkste Mannschaftsteil. Das zentrale Mittelfeld darf man auch nicht unterschätzen, aber ansonsten ist der Sturm wirklich schon ein Prunkstück, gerade halt eben durch diesen Transfer von Plea. Und da kann man mal sehen, was für einen großen Unterschied das macht, wenn man einen so einen namhaften Spieler holt, der im gegebenen Fall ja 15, 16 Tore machen wird für die Borussia und halt eben dann Richtung Champions League, Richtung Euroleague die Fohlen schießen wird.
Allerdings muss man halt sagen, es besteht noch ein bisschen Bedarf. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, wohin die Reise mit Gladbach geht. Es könnte Mittelfeld werden, es könnte theoretisch, wenn es ganz schlecht läuft, auch Abstiegskampf werden. Das ist aber bei jedem Verein jedes Jahr so. Und es könnte auch theoretisch in die Champions League gehen. Es könnte überall hingehen. Für die Borussia, ich bin gespannt, was ihr sagt. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall OneFootball aus. Ich würde mich darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.